20 Tage. Ja. Heute keine Blindgängersuche und Sprengungen. Die AUG am Start. Was für ein wunderschönes alpines Glockenspiel am Morgen. Der Himmel klart langsam auf. Hammer Frühstück. Wirklich? Sonne. Sehr schön. Die erste Schneefeldüberquerung für heute. Schaut mal, was hier steht. Ha! Mitten in Venedig. Wer das wohl war? Bestimmt nicht die Wanderer von vorhin. Die letzten Blicke zur Lizuma-Hütte. Ja, die Wolken ziehen wieder so wie gestern. Ja. War nur ein kurzer Blick auf den See, ne? Man hat so erahnen können, wie es da unten wieder schaut. Ey, man sieht den See wieder. Langsam verschwindet die weiße Wand. So, mit ein bisschen besserem Wetter hätten wir jetzt diesen Blick auf die auch dahinter liegende Bergkette. Geil. Ja. Nicht ganz. Ist es ein Ja? Ich habe noch nicht Nein gesagt. Ich war jung und brauchte das Geld. Das waren auch so meine ersten Gedanken in den ersten paar Wochen. So, dass du einfach so frei im Kopf bist beim Wandern. An nichts denkst und... Welcome to the Scottish Mountains. Wunderschön, auch bei dem Wetter. Behind the scenes. Die Stocker. Thank you.
Ah, schon cool mit dem Weg da unten. Ja. Drei Sekunden später sieht der Blick so aus. So wie so in Spielen, so da wo die Map noch nicht freigeschaltet ist, sind Wolken. Ja. Jetzt geht's los. Ich finde das so krass in den Bergen irgendwie. Eben gerade noch voll den Blick gehabt und 50 Meter tiefer und 3 Minuten später sieht es auf einmal so aus. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Das ist irgendwie so krass. Da vorne steht ein Murmeltier. Hallihallo. Da sind wir vorhin runter. Ein ständiges Hin und Her. Anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen. Aber so ist das beim Wandern. Dieses Präparierte für die Piste? Ja. Ich finde das auch noch krass, wie du das ausstatten kannst. Du siehst ja jetzt schon ganz genau, wo das dann sein wird. Ja. Das hat nichts Natürliches mehr. Schon weg. So, jetzt habe ich dich aber auf Kamera. Jetzt kommst du nicht weg. Zack. Komm, geht runter. Den Buschbein habe ich mir anders vorgestellt. Ja, in den Bergen musst du halt ein bisschen flexibel sein, ne? Ja, ich habe jetzt eben gerade mal einen coolen Spot ausgescoutet, wo wir wahrscheinlich pennen werden. Oh. Herrlich. Guten. Richtig schön aus dem Kontext gerissen. Ist das das perfekte? Na, was sagt ihr zu dem Schlafplatz hier? Übelst geil. Mal gucken, ja, was ich hier morgen früh um 3 wag. Wenn dann die Murmeltiere unser Lager geplündert haben. Die geile 6 Euro Tarp-Variante steht stabil. Auch wenn ich schon die ersten 2 Öse rausgerissen habe. Es hat immer gestanden und dann waren die ersten 2 Ösen futsch. Aber der Blick ist einfach mal geil hier oben. Er trinkt erstmal ein bisschen Wasser, er hat zu viel Chili in der Soße. Notiz an mich, mach nicht das ganze Chili-Pulver, was dabei ist, ran. Das weiße Tarp macht sich hier oben in den Bergen super praktisch, sieht nämlich aus wie Chili. Ah. Haben wir mitgedacht, als wir es gekauft haben? Ja. Ja. Mein grünes sieht aus wie Wiese. Ja. Ey, bisschen Privatsphäre, ja? Störe ich euch in eurem Schlafzimmer? Oh, voll. Ich zieh einfach rein. Spanner.
Aber schaut gemütlich aus da drin. Für den ersten Aufbau. Nee. Dreimal verlängert hier die Schnur. Das Ding finde ich auch. Jeden Schnürsenkel in Zentimeter genutzt. Also dann gute Nacht. Na. Stell dir vor, du wachst auf und hast so einen Blick. Da hinten irgendwo könnte unser Schlafplatz gewesen sein. Wir sind jetzt so hoch, wie wir vorhin waren. Die Straße ist einfach so steil, dass sie in den Himmel führt. Oh, guck mal, genau geradeaus. Da ist schon die Friesenbergscharte. Die fiese Bergscharte. Die fiese Bergscharte, genannt Friesenbergscharte. Wieder hin. Wieso fliegt er so steil am Hang? Respekt. Der Helikopter bohrt sich gerade in den Felsen rein. So, Friesenbergscharte, 1,5 Stunden. Jo. Bannagelhaus, 2 Stunden 5. Irgendwo da vorne, keine Ahnung. 1,5 Stunden, sagt der hier auch. Da so ungefähr. Auf geht's! Also wie war das jetzt? Wir sind die Zweiten, die über die Brücke laufen. Die Familie war noch vor uns. Wir sind hier sonst lang gegangen. Geil. Weiß ich auch gerade. Also der Heli, den wir eben gesehen haben, der hat die beiden Männer und die Brücke da anscheinend abgeladen. Und wir sind jetzt eine der Ersten, die über die Brücke dürfen. Sonnenbrille aufgesetzt. Weil der Schnee blendet so dermaßen. Hammerwetter heute. Da vorne steht Weg nicht begehbar. Oh, da geht's hoch. Was haltet ihr von einem Gipfelkaffee? Gleich sind wir da. Da oben. Gipfel kommt von
Ja, und dann die Wiederholung. Ist jetzt alles mit auf Kamera? Wollt ihr auch auf Kamera sein? Ich drehe eine YouTube-Doku. Du drehst eine YouTube-Doku? Ja, über meine Wanderung. Berlin, Venedig. Ah, krass. Hast du einen YouTube-Kanal? Ja, ich bin in Berlin losgelaufen. What? Ja, wir kommen auch von Berlin. Krass. Die beiden laufen auch nach Venedig. Ja, aber von München. Wir haben Sport zumindest. Wie lange bist du denn schon unterwegs? Zwei Monate. Also 70 Tage jetzt. So. Bis hierher. Okay. Okay. Krass. Ja. Wir drüber gegangen sind. Ich glaube, wir waren Nummer minus 2 und -1. wir dachten, uns wäre jemand abgestürzt. Ja, dachten wir wirklich. Als der Heli da ankam und so. Aber wir wussten, wir haben uns gar nicht vorstellen können, wo der Weg lang geht ohne Brücke. Ja, haben wir uns auch nicht. Wir sind dann so. Au. Einfach übers Wasser oder wie? Scheiße. Okay. Also, es war jetzt nicht ganz ohne, aber jetzt auch nicht super unmöglich. Ja. Also es war auf jeden Fall so, dass man sich vorstellen konnte, dass eine Viertelstunde später ein Helikopter kommt, weil nochmal das stimmt, wir dachten es echt. Mein Rucksack steht sowas von safe. Es gibt erstmal China-Nudeln auf 2,9. Ich glaube, eins hat auch irgendwie, wann war das, um 9 rum oder so, ist richtig laut angefangen, aggressiv zu bellen. Ich bin so aus dem Halbschlaf auch raus. Wir sind ja schon von irgendwelchen Idioten angefüttert worden. Was man hier oben alles erlebt. Ja, so, jetzt. Essen, Mama. Ja, und ich bin darunter geht's. Seid ihr bereit? Klar. Kein Kommentar. Ab wieder, Peter. Ein ganz normaler Wanderweg in den Alpen. Da geht's rüber. Schön erfrischend an den Beinen. Das Wasser fließt unter dem Schnee lang. Hat man schon so ein bisschen das Gefühl, es könnte gleich einbrechen. Letzter! Ich komme mir schon vor wie so ein Hirte hier. Ich glaub's ja wohl, Stau auf dem Berliner Höhenweg. Wir treiben gerade voll drüber, ne? Ja, immer längs zur Olga-Hütte. Ja, ich glaube, ich könnte wirklich Hütte werden. Ja, mit dem Stock passt schon, ne? Mach mir nicht den Weg kaputt da! Pass doch mal ein bisschen auf da drüben, Mensch! Alter. Ja, und jetzt schmeißt du auch noch mit Steinen hier, oder was? Immer längs, Jungs, weiter geht's. Bis zur Hütte. Bis die Ofen glühen. Immer längs, Jungs. Genau so schaut's gut aus. So ein Hintergrund Autobahn rauschen. Bloß, dass das Wasser unter uns ist. Ist das ein gigantisches Wetter? Wenn ihr mehr von diesem Wetter haben wollt, abonnieren, kommentieren. Es
liken. Was zur Hölle? Ich glaube, das kann eine Weile dauern, bis wir da sind bei dem Stau hier. Die Olperer Hütte. Der Touristen-Hotspot schlechthin. Also die Steine hier sehen ganz natürlich aus, oder? Ja. Das sah immer nach Treppe aus. Der tausendste Wasserfall heute. Das arme Schwein, das das Ding hier hochgeschleppt hat. Hauptsache die Goldkette am Funkeln. Das war sicher am Busse. Erster Blick nach Italien. Bella Italia. Oh, Mamma mia. Mamma mia. Geil! Das gibt eine schöne Fußdusche. Und ich so schon wieder mein Feuerzeug. Bis eben gerade hatte. Ihr Patzer. Mein Stock hat die AC/DC-Musik gestern leider nicht überlebt. Das hat dein Karma verursacht. Der ist vollkommen zerberstet. Das war so geil. Du machst diesen Stein von diesem Haufen und keine 5 Minuten später bricht dir das Ding ab. Ja, das war ziemlich witzig. Herrlicher Blick direkt nach dem Loslaufen. Ja, geil. Also wie viele Kilometer noch bis zum Etappenziel heute? Bis nach Stein sind es? Vier. Vier Kilometer. Also weniger als vier.
gestern anderthalb Etappe oder ein Dreiviertel. Nochmal richtig losgepowert nach der Pause gestern. Guten Schlafplatz. Und heute wollen wir es bis nach Funders schaffen. Traumhaft gelegene Hütte mit idyllischem Bergsee direkt vor dem Fenster. Halt, stopp. Du machst das Bild kaputt. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Geil. Vegetation, Bäume, zugewachsene Wege. Ja, wir sind gerade in der Sackgasse gelaufen. Jetzt laufen wir mal gucken, wie weit zurück. Aber das gehört dazu zum Wandern. Herrlich. Ja, ich habe die beiden Kumpanen gerade mal verlassen. Ist nichts Dramatisches passiert. Gut, wir sind heute. einen kleinen Umweg gelaufen in der Sackgasse und die Lisa hat ein bisschen Knieschmerzen, aber sie wollen einfach mal ihre Ruhe haben, ja, ihre Zweisamkeit genießen, und das kann ich auch voll und ganz verstehen. Aber für mich ist kein Problem, ich bin ja schon 2 Monate alleine unterwegs gewesen und ich denke auch mal, dass wir uns wiedersehen werden, ja. Kann ich schon verstehen, auch gerade wenn ich mit Kamera und so dabei bin und ja, die Höhen und Tiefen des Wanderns. Da unten im Tal waren wir vorhin. Oh. Einfach nur Natur, kein Haus weit und breit. Keine Straße zu sehen, außer da hinten ganz klein. Einfach nur grobe Wildnis, Felsen, Wiese, Murmeltiere. Ha! Geil. Steht sogar dran, München will ich. Schauen wir mal, wie es da vorne aussieht. Ah. Mal schauen, wie das Wetter heute wird. Soll ja eventuell noch mit Gewitter gehen. Thank you.
bleiben. Die brauche ich immer. Dieser weiße Spitz. Tu deinen Stock mal hier vorne hin. Du machst eine Mamba-Doku. Genau, ja. Du musst du sagen, du bist im Fuhrwas beim Schluf? Zum Abendessen gibt's Nudelauflauf mit Pfifferling und Kartoffeln und Parmesan und regionalen Kräutern. Und die Pfifferlinge sind auch von hier, ne? Die Pfifferlinge sind auch von hier. Ja, sind aus dem Wald. Ja. Von da oben. Von da oben. Ja. Sehr gut. Also schmecken lassen. Ja, wir sind drei Leute, aber eigentlich vier. Die vierte ist nicht fotogen, ne? Aber die ist im Hintergrund. Die steht im Hintergrund. Ja, cool. Aber, ja. Schon cool sowas, auch welche zu treffen. Lade dich zum Essen ein. Hast einen Schlafplatz, eine Dusche. Draußen gewittert's. Ja. Gute Nacht. Ja, Grüße an den Hannes und die Weser. Falls ihr das seht. Danke für das wunderbare Essen und die Übernachtung und einfach die Gastfreundschaft. Ja. So aussieht, zieht das Gewitter um mich rum. Überall um mich herum hat es gewittert. Außer hier, wo ich gerade lang laufe. Vor einer halben Stunde sah noch alles um mich rum so aus, als würde es gewittern gleich. Und jetzt. Blauer Himmel hinter mir, Sonne scheint. Da vorne ist noch ein bisschen schwarz, aber das war's. Ey. Krass, wie schnell sich das hier oben ändert. Also hast du doch durchgezogen. Ja, bis die Fußsohlen wie Lava brennen, sag ich dir. Wenn die Waden abfallen. Oh, meine Sehnen, ey. So, was gibt's bei euch heute?
Risotto. Tomatensoße, glaube ich. Schmeckt. Habe ich schon weggemacht. Ich glaube Milanese oder so. Milanese, ja. Mit Safran und ja, Butter, glaube ich. Ist okay. Was anderes, besser als Nudeln. Also ja, mal eine Abwechslung. Boah, ich habe so viel Nudeln gegessen. Du hattest doch Nudeln zum Frühstück. Heute Mittag aber auch wieder. Ja, bei mir gibt's Ciabatta-Brötchen mit Bresso und Gamskaminwurzen. Schmecken lassen. Guten. Ja, die anderen beiden werden in der Hütte pennen, weil sie dem Wetter hier nicht trauen, weil es eventuell noch Gewitter gibt. Und ja, mit Tarp ist dann halt nicht so geil, kann ich auch verstehen. Ich werde jetzt noch ein bisschen meinen Trekkingstock bearbeiten und mir dann noch ein Schlafplätzchen gleich suchen. Brembo, Ducati, Pirelli, Panigale. Alle Systeme auf Vollgas, alle Systeme auf Go. Mamma mia, bella Italia. Wenn du möchtest, okay. Wenn du probierst, ob es dir so passt.